Der Motor von so einem alten Käfer läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. Und wer sich diese Moderation ganz anhören möchte, der muss sich Teil 1 angucken, denn dies ist schon Teil 3 der Aufbaureihe für den Käfermotor. Und da es wie gesagt schon Teil 1 und Teil 2 gibt, steigen wir auch jetzt bei Teil 3 wieder direkt voll ins Geschehen ein. In Teil 1 haben wir den Motorblock zusammengebaut, bis Zylinder aufbauen und allem drum und dran mit Köpfen und so weiter. In Teil 2 haben wir die ganzen Aufbauten auf den Motor aufgebaut und in Teil 3 werden wir jetzt noch den Vergaser aufbauen, werden halt den Motor ganz komplettieren und dann stellen wir den auch auf den Prüfstand, lassen den mal laufen und zeigen euch auch dann, was alles eingestellt werden muss, wenn der Motor erst läuft. So, im nächsten Schritt bauen wir den Vergaser dran. Die Dichtung sollte dazwischen sein. Ich setze den auf. Ich habe hier zwei 8 mm Muttern, 13er Schlüsselgröße. Und die hintere Schraube lässt sich immer ein bisschen blöde anziehen, wenn man da so schlecht rankommt. Das hilft, wenn man dazu die Verteilerkappe wieder abnimmt. Und jetzt machen viele den Fehler und knallen diese Mutter mit aller Gewalt an und ziehen sich dabei den ganzen Vergaser krumm. Die werden nur leicht angezogen. Fertig. Verteilerkappe wieder drauf. So, verschlauchen wir erstmal den Vergaser. Bei diesen verpressten Benzinpumpen ist es immer so, dass der untere Schlauch Anschluss zum Vergaser geht. Bei der ist hier auch ein Pfeil drauf, das heißt, hier kommt der Sprit an und geht hier unten dann zum Vergaser. Und ich würde euch empfehlen, nehmt keinen Metall- oder stoffummantelten Schlauch, weil die Schlauchqualität, die ist meistens nicht gut und ich kann die Schlauchqualität einmal im Jahr überprüfen oder indem ich den so ein bisschen biege und er darf keine Risse kriegen, dann werden die porös. Und das kann ich nicht mit einem ummantelten Schlauch prüfen. Und deswegen bin ich kein Freund von irgendwelchen ummantelten Schläuchen. Jetzt lege ich den hier oben an und schneide mir dann halt einfach Backen ab. Und oben mache ich auch eine Schlauchschelle drauf. Und auf gar keinen Fall baut man hier in diese Leitung einen Kraftstofffilter ein. Ein Kraftstofffilter gehört nicht in den Motorraum. Wenn ihr mal gehört habt, dass ein Käfer abgebrannt ist oder ein Bus oder irgendein luftgekühlter Motor, liegt es meistens daran, dass hier irgendwelche Kraftstoffschläuche saßen. Nein, die Kraftstoffschläuche, die sind ja sowieso auch im Motorraum. Was der Jürgen meinte war, dass da dann Kraftstofffilter in den Kraftstoffschläuchen im Motorraum gewesen sind. In diese Leitung gehört er schon gar nicht, weil das ist die Druckleitung. Diese Schlauchfilter sind alle nicht druckfest. Und in die Zuleitung legt man den auch nicht rein. Jedenfalls nicht im Motorraum. Den kann man unter den Tank setzen oder beim Getriebe, wo die Benzinleitung aus dem Fahrzeug kommt. Da ist auch ein Stück Schlauch, da kann man den reinsetzen. Aber im Motorraum hat dieser Kraftstofffilter überhaupt nichts zu suchen. Und wie gesagt, keine ummantelten Schläuche nehmen und dann ist alles schick. So, jetzt legen wir die Zuleitung zur Kraftstoffpumpe. Das ist vom VW eigentlich so vorgesehen, dass die aus einem Metallstück besteht und hier das fehlende Stück jetzt durch eine Schlauchleitung ersetzt wird. Das ist eine vorgebogene Leitung, die kosten richtig teuer Geld, falls die am Auto nicht mehr dran war. Ich kaufe mir aber online einfach so 6 mm Kupferleitung und biege die nach. Aber weil ich die jetzt schon in der Hand habe, Nils, ne, und du mir so nichts für nichts zu schade bist, kriegst du jetzt exklusiv diese teure Leitung eingebaut.
Wir hatten so eine schöne Zeit. Die Arbeit mit dem Jürgen hat wirklich mal wieder totalen Spaß gemacht. Und das liegt nicht nur daran, dass wir beim Drehen wirklich sehr viel Spaß hatten und sehr viel gelacht haben, sondern das liegt daran, dass ich ja, wenn ich mit Leuten wie Jürgen zusammenarbeite, auch immer noch total viel lerne. Und der Jürgen ist ja Kfz-Meister mit richtigem Meisterbrief und allem Schnick und Schnack. Der baut im Jahr 100 Käfermotoren auf. 100 Stück im Jahr. Und der hat natürlich die totale Routine und dem beim Arbeiten zuzugucken, wie da jeder Handgriff sitzt. Und der geht dann natürlich mit einer Sicherheit an die Projekte dran, wo man genau sieht, ja, hat er halt schon 1000 Mal gemacht, da sitzt das halt alles, was der macht. Und beim Jürgen gibt es auch kein, ach komm, das reicht so oder das geht schon oder sieht ja eh keiner oder braucht nicht mehr, das hält schon so. Das gibt da keinen Fusch. Der Jürgen macht halt seine Arbeit richtig und gut und gründlich oder gar nicht. Und sowas lässt natürlich mein Schrauberherz auch nochmal ein ganzes Stück höher schlagen. So, auch dieses Stück Schlauch wird mit 2 Schellen gesichert. So, wir nähern uns dem Ende. Wir machen jetzt noch die Zündspule dran und verkabeln noch das Leerlaufabschaltventil und die Startautomatik. Und dann können wir den Motor im Prinzip die Riemenscheiben noch dran und auf den Prüfstand nehmen. So, jetzt bauen wir die Zündspule an. Eine Zündspule, die hat immer Plus, eine Plusseite und eine Minusseite. Ne? Professioneller ist es eigentlich, wenn man sagt, eine Zündspule hat 1 und 15. 15 ist der, da kommt nachher der Strom vom Zündschloss drauf, also geschaltetes Plus, Klemme 15. Und 1 ist die Hochspannungsseite, die nachher zum Zündverteiler geht. So, wenn ich diese Zündspule jetzt aufgebaut habe, weiß ich natürlich nachher nicht mehr, wo ist 1 und 15 gewesen oder Plus und Minus. Und deswegen markiere ich mir das immer. Und nachfolgende Kunden, die sind dann auch immer sehr dankbar, wenn die da mal dran waren. Mit ein bisschen roter Farbe. Rot ist für mich immer die Plusseite. Also Klemme 15, hier kommt nachher der Strom drauf vom Zündschloss. Und hier geht der Strom auch weiter zum Leerlaufabschaltventil und zur Startautomatik. Das zeigen wir aber dann nachher noch. So, jetzt baue ich die Zündspule an. Die Originalgebläsekästen haben die Gewinde dafür schon da. Wenn ihr jetzt einen Zubehörgebläsekasten habt, diese Oldstyle, dann muss man da Löcher bohren und ein Gewindenied setzen. Blechschrauben kann man vergessen, reißen wieder raus. Und wenn man sich jetzt nicht markiert hat, wo Plus und Minus ist, dann weiß man es nämlich jetzt schon nicht mehr. So, und im nächsten Schritt nehme ich das grüne Kabel, was vom Verteiler kommt, und setze das an Minus. Und jetzt baue ich mir ein Kabel, was von 15 Plus an das Leerlaufabschaltventil und die Startautomatik geht. Manche Käfer haben ein Kabel, was ankommt und gleich weitergeht. Aber da ich jetzt nicht weiß, was bei Nils seinem Motor vorhanden ist, mache ich dieses Kabel einfach. Und wenn er nachher 2 Kabel über hat, dann muss er die halt abschneiden. So, jetzt habe ich ein Kabel gebaut. Und zwar geht das bei der Zündspule Plus, wo nachher hier ein Feuer ja noch ist. Da kommt das vom Zündschloss drauf. Geht das hier an das Leerlaufabschaltventil und geht von da aus weiter an die Startautomatik. Damit ist der ganze Stromkreis vom Motor fertig. Und das Minuskabel oder Klemme 1, da ist ja das grüne Kabel vom Verteiler drauf. So, am Schluss bauen wir hier noch so ein Röhrchen ein. Und zwar ist das für die Unterdruckverstellung der Zündung gedacht. Unterdruckverstellung der Zündung funktioniert wie folgt. Der Motor läuft, ihr gebt Gas, es entsteht ein Unterdruck im Verteiler, im Vergaser. Und der verstellt die Zündung über diese Dose. Ich sauche jetzt mal hier an dem Schlauch, dann seht ihr das. So, das ist die Frühverstellung der Zündung. Die funktioniert bei dem analogen Verteiler hier über die Unterdruckdose und hier unten drunter sitzen noch Fliehkraftgewichte. Eine Zündung stelle ich ja bei einem luftgekühlten Motor auf 7,5 Grad VOT ein
Und desto schneller ich drehe, desto früher muss die Zündung passieren. Das sogenannte Frühzündung, weil die Verbrennung im Brennraum Zeit braucht, wird also praktisch nicht 7,5 Grad VOT gezündet, sondern wenn der Motor unter Volllast läuft, 30 Grad VOT. Und damit diese Zündverstellung passiert, werden 8 Grad über die Unterdruckdose und der Rest über die Fliehkraftgewichte verstellt. Das System muss also funktionieren und muss auch angeschlossen sein, sonst fehlt halt, wenn man jetzt diese Dose einfach weglässt und die oben blind legt, fehlen am Schluss 8 Grad Zündverstellung. So, jetzt habe ich die Leitung von der Unterdruckverstellung gelegt. Die hat vom VE immer einen Bogen nach oben gehabt, damit Benzin nicht aus dem Vergaser versehentlich mal unten in die Unterdruckmembran laufen kann. Deswegen wird das mit einem Bogen so nach oben montiert und endet am Schluss an der Unterdruckmembran. Alle anderen Verschlüsse, die ich jetzt am Verteiler noch offen habe. Er meinte alle Anschlüsse, die am Vergaser noch offen sind. Wie diesen hier. Wenn ihr einen Luftfilter habt mit Klappensteuerung, kommt der zum Beispiel an die Klappensteuerung des Luftfilters. Der hier weiß ich gar nicht, wofür der ist, und der weiß ich jetzt auch nicht, wofür der ist, weil das sind ja so Zubehörvergaser, die für alle möglichen Käfermodelle gebaut worden sind. Und ich mache die jetzt alle einfach mit entsprechenden Kappen zu. Man kann da auch ein Stück Schlauch nehmen und von der anderen Seite dann eine Schraube reindrehen. Ist auch dicht, sieht halt scheiße aus. So, bevor wir die motorseitige Riemenscheibe montieren, wollte ich da ganz kurz mal was zu erklären. Ich habe hier auf der Riemenscheibe zwei Markierungen. Einmal hier den Punkt und einmal hier die 7,5 Grad Zündmarkierung. Das ist OT und das ist 7,5 Grad VOT. Der Motor dreht ja so rum, also kommt die zuerst, ist VOT, OT, 7,5 Grad VOT. Wenn diese Markierungen nicht da sind, ist es immer schwierig, die Zündung einzustellen. Da gibt es aber Gradscheiben, dass man die dann da eben reinsetzen kann. Das nächste, was bei dieser Riemenscheibe noch wichtig ist, hier ist eine Ölrückführwendel drauf. Das heißt, ich habe vorne am Motor keinen Wellendichtring wie hinten am Schwungrad. Vorne, Öl, was vorne ankommt, wird über diese Wendel zurück in den Motor transportiert und läuft dann an der Kurbelwellen-Ölscheibe, die wir am Anfang installiert haben, runter. Das war diese Scheibe. Könnt ihr euch erinnern, die haben wir auf der Kurbelwelle montiert. So sitzt das Ganze. Das Öl tropft hier praktisch auf die Riemenscheibe drauf und läuft hier an der Scheibe runter in den Motor. So funktioniert das ganze System. Wenn ihr Motoren habt, die hier vorne rauslecken, sind meistens verschlissene Kolbenringe oder Kolben der Grund, weil dann so viel Druck im Motorgehäuse entsteht, dass hier auch Öl rausgedrückt wird. Zweiter Grund kann sein, dass ihr einfach zu viel Öl auf dem Motor habt. Kann man über einen Peilstab kontrollieren. So, wird jetzt montiert. Die hat ja auch so eine Nase. Hier sitzt die Federscheibe. Dann stecke ich die da drauf. Wird die dann nochmal mit dem Schonhammer nach hinten geschlagen. So, jetzt kommt die Schraubverbindung davor. Das ist eine Federscheibe. Das heißt, ihr seht, die ist nicht plan. Die brauche ich davor. Also die wird nicht wie gaskrank angeballert, sondern bekommt 40 Newtonmeter. Seht ihr? Kann ich hier unten hinten am Schwungrad gegenhalten, das ist nicht viel. Fertig. Jetzt bauen wir die Lichtmaschinenscheibe an. So, jetzt habe ich die Riemenscheibe angesetzt hier vorne. Die sitzt auch auf so einem Federkeil. Bei dem Federkeil muss man aufpassen, dass der jetzt nicht nach hinten abhaut. Sieht man, macht er nicht. So, Riemenscheibe, eine Hälfte ist montiert. Jetzt kommen so Abstandsscheibchen dazwischen. Ich fange da immer mit drei Stück an. Mit diesen Scheibchen stellt man nachher die Spannung des Keilriemens ein. So, Riemenscheibe, da gibt es verschiedene Systeme.
Die hier ist jetzt so gebaut, dass sie hier einen Vierkant hat, unten abgerundet, oben flach. Und dann kann ich auch nur so die Riemenscheibe montieren. Und die kriege ich so gar nicht drauf. Also die wird praktisch mitgenommen über das Mittelteil. Es gibt da auch andere Systeme noch, die Zapfen haben, dicken und dünnen Zapfen. Muss man da drauf aufpassen, dass die Riemenscheibe richtig sitzt. So. Nächster Schritt wäre aber, dass wir erstmal den Keilriemen montieren. Wie gesagt, ich habe erstmal drei Scheiben vorgelegt. Montiere jetzt die Riemenscheibe. Vom Gefühl her würde ich schon mal sagen, das könnte was werden. Und jetzt montiere ich diese Topfscheibe. Die zieht ihr mir ja nachher die vordere Seite der Riemenscheibe fest. Dabei ist darauf zu achten, diese Topfscheibe hat ja nur eine bestimmte Tiefe. Wenn ich jetzt so viel tief spannen muss, dass die Topfscheibe schon hier vorliegt, dann kann ich hier die Mutter anziehen, wie ich will nachher, aber die Scheibe wird nie fest. So, und ab Werk waren immer 10 Scheiben dabei, 3 habe ich untergelegt und 7 baue ich jetzt davor. Dann habe ich das genauso, wie das VW damals auch gemacht hat. Und jetzt arbeite ich schon gegen die Motorkompression. Und der Keilriemen ist viel zu stramm. Also baue ich das wieder ab. Zugegebenermaßen ist es etwas aufwendig, dieses Spiel richtig einzustellen. Denn es gibt leider im Original nicht wie bei anderen Autos die Möglichkeit, hier eine Spannung aufzubauen, weil da keine Spannrolle ist. Also funktioniert das bei diesen Motoren so. Auf der Lichtmaschine wird eine zweigeteilte Riemenscheibe aufgesetzt und dazwischen läuft der Keilriemen. Keilriemen deshalb, weil der dreieckig ist und von der Seite so aussieht. Stehen nun die beiden Hälften der Riemenscheibe näher aneinander, kann der Keilriemen sich nur im oberen Bereich der Riemenscheibe bewegen und spannt sich auf diese Weise selbst. Entfernt man die beiden Hälften der Riemenscheibe wieder etwas voneinander, kann der Keilriemen weiter nach unten wandern und entspannt sich so. Und jeder, der schon mal einen neuen Keilriemen auf seinen Käfer aufgebaut hat, der weiß das. Diese Art der Einstellung und der Keilriemenjustierung, das ist nicht immer ganz einfach. Und jetzt gibt es natürlich zwar Keilriemen, die haben alle eine Nummerierung, die sollten auch alle ungefähr gleich groß sein, aber trotzdem gibt es natürlich da minimale Toleranzen. Und eine minimale Toleranz hier und eine minimale Toleranz da, das multipliziert sich und zack ist der Keilriemen dann viel zu stramm. Und wenn der zu stramm ist, also falsch eingestellt ist, dann ist es aber so, dass der reißt. Und wenn so ein Keilriemen zu lose ist, dann funktioniert er auch nicht richtig, weil der dann zum Beispiel quietscht wie die Sau. Und so hatten auch wir jetzt minutenlang Spaß damit, den richtigen Keilriemen zu finden, der vernünftig zu unserem Setup passt und der sich auch vernünftig einstellen lässt. So, am Schluss haben wir jetzt doch einen anderen Riemen genommen. Und zwar ein 10x913 anstatt ein 10x900 und jetzt habe ich hier noch Scheiben vorliegen, habe 3 dahinter und ich kann den Keilriemen so bewegen, so 1,5 cm, dann ist der ordentlich gespannt. Man kann auch diesen Drehtest machen, das ist so, das so sollte er sich drehen lassen und dann hat er die richtige Spannung. Das ist ein neuer Riemen, der wird sich auch noch ein bisschen dehnen. Außerdem sind die Riemenscheiben neu beschichtet. Da geht auch die Beschichtung noch runter. Dadurch rückt sich das alles zusammen. Und wenn ich das nachspannen muss, dann baue ich vorne alles wieder ab, die Riemenscheibe ab und nehme eine Scheibe raus oder 2 Scheiben. Und dann wird das enger gemacht. Wenn ich es weiter haben will, nehme ich hier eine Scheibe weg und stecke die wieder dazwischen. So wird beim Käfer halt der Keilriemen gespannt. Jetzt bauen wir die letzten 3 Teile an dem Motor an. Das ist ein Gaszugröhrchen, der Ölpeilstab und der Nippel, der den Gasbautenzug noch im Vergaser hält. Und dann haben wir es fast geschafft für heute. 18:30 Uhr auf den Samstag.
und hier den Nippel noch in den Vergaser rein und da baue ich jetzt einen Zettel rein und zwar hat der den einzigsten Grund, ich kann jetzt diesen Nippel auf dem Transport nach Berlin, kannst du den nicht verlieren. Letzten Schluss bauen wir jetzt noch die Schläuche auf für die Heizung. Da habe ich immer Meterrohr. Am Schluss kommt ja hier am Motor noch das Abschlussblech davor. Das muss aber, der wird erst eingebaut, wenn der Motor im Auto sitzt. Mit dem Abschlussblech kann man das den Motor nicht im Käfer einbauen. Und deswegen lasse ich das erst ab. Das kriegt der Nils lose mit. So. Fertig. Der Motor ist jetzt trocken. Ab Werk kriegt der 2,5 Liter. Aber der ja komplett trocken ist, passen meistens jetzt so um die 3 rein bei einem Serienmotor. Hier oben habe ich das Öldruckmanometer angeschlossen, damit wir gleich überprüfen können, ob der auch den Öldruck liefert, den wir haben wollen. Ich habe den jetzt verkabelt, also an die Zündung Strom angelegt. Es ist hinten ein Stück vom Getriebe verbaut, was den Starter hält. Und ich stelle jetzt als erstes mal die Zündung statisch ein. So, als erstes stelle ich den Motor auf Zünd-OT. Ihr könnt euch erinnern, wenn Ventile auf 3 überschneiden, ist 1 Zünd-OT. Bei dem Verteiler ist es dann ja so, dass der Verteilerfinger zu dieser Kerbe hin zeigt. Wenn es ein Original Bosch-Verteiler ist, dann habt ihr 1 Zünd-OT. Der Strom ist auf der Zündspule. Ich habe hier so eine ganz normale Baumarkt-Prüflampe. Und die stecke ich an Klemme 1 an, also minus von der Zündspule. Das ist das, wo das grüne Kabel zum Verteiler dran geht. Und dann löse ich den Verteiler so ein bisschen, drehe den erstmal ein bisschen nach links und jetzt gegen den Uhrzeigersinn, bis oben die Lampe angeht. Ich wiederhole das nochmal eben. So, Lampe ist aus, gegen den Uhrzeigersinn. Bis die Lampe angeht. So, nachdem ich die Zündung statisch eingestellt habe, ziehe ich den Verteiler an. Diese Schraube muss man jetzt nicht anballern, bis der Arzt kommt. Diese Verteilerklemmen, die sind immer verbogen. Der muss einfach nur leicht gegengezogen werden und dann kann ich den Verteiler auch nicht mehr bewegen und ist das gut. So, Öl haben wir aufgefüllt. Der Motor war trocken. Normalerweise hat er eine Füllmenge von 2,5 Litern, 20W50. Da passen jetzt 3 rein, weil der trocken ist, der Motor. Und jetzt lasse ich den erstmal starten ohne Zündstrom. Das nehme ich wieder weg, damit er nicht anspringt. Und warte, bis hier am Manometer sich Öldruck aufgebaut hat. So, die Ölpumpe muss jetzt erstmal Öl ansaugen. Dann das im System verteilen und am Schluss baut sich dann Öldruck auf. Das dauert jetzt ein bisschen. So, Öldruck haben wir. Ich schließe jetzt den Zündstrom wieder an. Durch das Orgeln hat sich jetzt auch der Vergaser befüllt. Also das Kraftschutzsystem hat jetzt auch Benzin und jetzt wollen wir mal hoffen, dass er sofort anspringt. Auf die Plätze, fertig, los! You've crossed the line.
So, wir haben den Motor jetzt im Stand ein bisschen warm laufen lassen. Ich habe hier auch eine Öltemperatursonde eingeführt und die Abgassonde für den Abgastester. Zündung hatten wir kontrolliert, passt. Und jetzt stellen wir den Vergaser noch ein. Dazu habe ich hier so einen Dreigastester. Hier ist gerade die aktuelle Motortemperatur. Hier oben die CRO-Werte. Die 0,1 brauchen uns jetzt nicht stören. Es ist ja ein bisschen Abgas im Auspuff, was er jetzt natürlich misst. Und der andere Wert, der uns interessiert, ist der HC-Wert. Das ist unverbrannter Kraftstoff in den Auspuffgasen. Der sollte auch möglichst niedrig sein. Also die beiden Werte, auf die kommt es nachher an. Da stelle ich auf 3 bis 3,5 CO. Ist ein luftgekühlter Motor. Der hat im Stand gerne ein bisschen fetter. Und der HC-Wert, der sollte so zwischen 200 und 300 liegen. Wenn es ein bisschen weniger ist, ist es auch toll. Dazu starten wir den Motor jetzt erstmal wieder. Der Wert ist jetzt viel zu niedrig. Und jetzt stelle ich den Vergaser etwas höher. Die CO-Schraube jetzt rausgedreht. Dauert jetzt ein bisschen, bis sie das einpendelt. Der Wert ist jetzt schon toll. Der Wert passt auch. So, ihr habt gesehen, im Standgas war der Öldruck bei knapp 2,5 Bar. Das ist ein Top-Wert, ist aber auch ganz normal für einen neuen Motor. Also Standgas 2,5 Bar. Die Öldruckkontrollleuchte, die ihr vorne im Tacho habt, die schaltet bei 0,4 Bar ein. Das heißt, wenn der Motor heiß ist und das Öl dünn ist, darf bei einem neuen Motor hat man normalerweise 1 Bar. So ganz heiß ist er ja jetzt nicht. Und bei 0,4 Bar, das ist das Schleißsignal, dann geht die Öldruckkontrollleuchte im Stand an. Das sollte natürlich nicht passieren. Als nächstes zum Vergaser nochmal. Das habt ihr ja am CO-Tester gesehen, habe ich den CO-Wert auf 3,5 eingestellt. Und das mache ich hier an dieser kleinen Schraube. Ja, da wird justiert. Und hier an der Umluftschraube kann ich dann gegebenenfalls das Standgas nachjustieren. Ich hatte aber 850 Newtonmeter. Ich habe hier eine Drehzahlanzeige auf meiner Zündlichtpistole. Die hatte ich immer im Auge. Also das ist auch alles schick. Ja, und eigentlich ist der Motor jetzt einladebereit. Ich nehme jetzt noch das Öl. Manometer ab, das Öldruckmanometer und baue einen Öldruckschalter ein. Da kommt nachher die Kontrollleuchte an dran, die im Tacho sitzt, und dann ist das Ding eigentlich fertig. So, zum guten Schluss, bevor ich jetzt den Motor vom Tester nehme, kontrolliere ich nochmal auf etwaige Ölleckagen. Die Stößelschutzrohre sind da. Oft ein Thema. Das ist alles sehr schön. Ventildeckeldichtung, das hätten wir schon gemerkt. Der tropft dann auf die Wärmetauscher und dann fängt das fürchterlich an zu qualmen. Der Bereich um die Riemenscheibe ist immer ein Thema. Und am Schluss nehme ich noch die Kupplungsglocke hier ab und gucke mir dann noch an, ob ich hinterm Schwungrad, wo ja der Wellendichtring sitzt, ob ich da noch erkenne, ob er da ölfeucht geworden ist. Und wenn das alles in Ordnung ist, hier unten hat auf jeden Fall nichts getropft, dann sieht das schon mal alles sehr gut aus. Und dann können wir deinen Motor einladen. Ich freue mich. Und weil wir dann doch ein bisschen früher fertig gewesen sind, als ich gedacht und berechnet hatte, habe ich dem Jürgen noch schnell ein paar Sätze zu sich selbst abgerungen. Jürgen, du und Käfermotoren, das fingen wie an? Das ist eine lange Geschichte, auch eine Leidensgeschichte. Ich habe Kfz-Mechaniker gelernt, mit 15
ganz normal in eine Ausbildung gegangen, bin jetzt 57. Wenn man jetzt nachrechnet, muss das so irgendwie 1980 gewesen sein, dass ich fertig war mit der Ausbildung, war dann bei der Bundeswehr, habe da VW Kübel auch in der Instand gesetzt, in der Instandsetzung. Ja, und habe dann 90 meinen Kfz-Meister gemacht und habe anschließend aber aufgehört, als Kfz-Mechaniker zu arbeiten. Ich hatte einfach keine Lust mehr. Ja, und ich glaube, vor 8 oder 9 Jahren habe ich mir durch Zufall einen VW Kübel gekauft, wo ich dann auch komplett Restauration von vorn bis hinten machen musste, inklusive Motor. Und dann habe ich den Motor revidiert. Wie war das genau? Nee, ich hatte 2 Motoren bei dem Kübel dabei. Ich habe meinen Motor für mich selber revidiert, dann noch einen Motor stelle ich ins Regal. Und dann irgendwann kam ein Bekannter an und sagte, hör mal, du hast doch letztens Käfermotor repariert, ich habe auch einen kaputten Käfer, kannst du mir den Motor nicht auch machen? Und dann habe ich gesagt, ja komm, hier, nimm den Motor mit, ich habe einen im Regal stehen, kannst du sofort wieder fahren und ich baue mir dann deinen Motor wieder als Ersatzmotor auf. So war der Hintergedanke. Und das hat sich dann irgendwie verselbstständigt, ne? Facebook, Internet wurde ich dann häufig empfohlen. Im Prinzip versuche ich immer noch meinen Ersatzmotor zu bauen. Also ich habe es nie fertig gekriegt, diesen einen Motor, den ich mir ins Regal stellen wollte, wieder ins Regal zu legen. Und ich habe da so einen Spaß dran. Ich habe so tolle Kunden auch, weil für die ist das ja auch Hobby und Vergnügen. Für mich ist es auch Hobby und Vergnügen zum Beruf gemacht. Besser kann es nicht laufen. Ich hoffe, ich kann das noch ganz lang machen. Und dass die Szene so wie sie ist, noch ganz lange so bleibt. Für mich ist es nicht Beruf, ist Berufung. Und weil er gerade dann so schön im Flow gewesen ist beim Erzählen, habe ich ihn auch noch dazu genötigt, uns mal seine komplette Werkstatt zu zeigen. Meine Werkstatt, das ist mein Reich hier. Hier bauen wir die Motoren. Ich habe hier 2 Montageplätze. Hier hängt dein Motor dran. Da hängt ein Kundenmotor dran, den ich nächste Woche anfange. Da habe ich einen Rumpfmotor stehen, der wird auch so ausgeliefert, ist so bestellt, der wird gar nicht komplett gebaut. Da ist gerade so ein 2,3 Liter mit Porsche-Style-Gebläse in der Endfertigung. Wie viele Motoren baust du so im Jahr, im Durchschnitt? Ja, das kommt immer drauf an. Wenn viele Rümpfe dabei sind, dann schafft man auch viele Motoren, also viele Rumpfmotorbestellungen. Wenn es Komplettmotoren sind, dann dauert es natürlich etwas länger. Wir haben ja jetzt für deinen Motor 3 Tage gebraucht. Das ist auch so eine übliche Zeit mit Inbetriebnahme. Und ich schaffe in der Woche eigentlich einen Komplettmotor, einen Rumpfmotor. So teile ich mir das auch ein. Und dann komme ich bei 52 Wochen im Jahr, eine Woche Urlaub oder 2, komme ich so auf gut 100 Motoren. Das ist so mein Schnitt. Und würdest du sagen, du baust mehr Tuning-Motoren oder du baust auch Komplettrevisionen haufenweise auf? Na, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt, dein Motor war jetzt ein Ausnahmefall. Ne? Also so ein 50 PS Motor von den 100 Stück, wenn ich jetzt an 2019 denke, wir haben ja jetzt 2020 gerade angefangen im März. 2019 habe ich glaube ich 2 oder 3 50 PS Motoren gebaut. Alles was da drunter ist sowieso gar nicht, also keine 1300er. Ausnahme sind die ganz alten Motoren für die Uvalis, diese 1200er 30 PS, die mache ich auch ganz gern. Da waren 4, 5 Stück dabei, aber ansonsten möchte ich sagen, 10% sind Serienmotoren, der Rest ist Tuning. Und du machst nur Motoren, du machst keine Bremsen, keine Inspektionen, keine... Nein, da haben wir auch überhaupt gar keine Zeit für. Also wir sind hier zu zweit, mein Sohn hilft mir ab und zu mal, dann sind wir zu dritt. Und wir machen nur Motoren, maximal bauen wir die noch ein und aus, aber auch ganz ungern. Also wenn ihr uns einen Motor liefert auf Palette oder den bringt, dann ist uns das am liebsten. Und einbauen, dann in einer Werkstatt machen, das kann ja auch eigentlich fast jede freie Kfz-Werkstatt noch. Die Motoren, die werden von uns auch, wie bei dir, wenn das Komplettmotoren sind, einbaufertig geliefert, da ist Öl drauf, die sind eingestellt, die braucht man nur wieder ans Getriebe anflanschen, Fahrkabeln, Benzinleitungen dran, Gassucht dran und dann läuft. Du hast ja auch gesehen bei deinem Motor, wir lassen eigentlich keine Schraube auf der anderen, wir verwenden auch keine alten Schrauben oder Muttern wieder, was viele ja machen. So ein Motor, der ist eigentlich komplett neu aufgebaut, bis auf Kurbelwelle, Pleuel und Gehäuse wird auch in der Regel nichts wiederverwendet.
Und das hat natürlich seinen Preis. Wir haben da einfach Preislisten. Ne? Man kann sagen, ich möchte gerne einen 1776er haben mit 75 PS. Und dann gibt es dazu eine Preisliste. Da steht alles drin, was wir machen, einzeln gelistet. Unten drunter steht ein Rumpfmotorpreis. Und dann kann man Optionen auswählen. Möchtest du einen elektronischen Verteiler haben, so einen 1-2-3-Ignition, der ist natürlich etwas teurer, als wenn man wieder einen gebrauchten, aufbereiteten Bosch-Verteiler nimmt. Möchtest du eine Doppelvergaseranlage, möchtest du einen Zentralvergaser, das kann man alles dazu addieren. Und am Schluss hat man einen Gesamtpreis. Und wenn man Fragen hat oder Beratungsbedarf hat, dann sind wir natürlich auch immer da. Das ist ja... Das verkauft sich ja nicht von allein, ne? Das ist ja logisch. Ne? Gibt's auch Motoren, die du kriegst, wo du sagst, hoffnungslos, geht gar nicht? Es gibt auch Motoren, wo man einfach sagt, also den brauche ich nicht zusammenbauen. Das Ding ist so alt, da ist das Pleuel durch das Gehäuse gerauscht. Dann weiß ich, das Gehäuse ist kaputt, die Kurbelwelle ist kaputt, Pleuel ist ja sowieso im Sack. Dann Vergaser ist alles... ausgeschlagen, Verteiler ist Schrott. So einen Motor brauche ich auch nicht zusammenbauen, um irgendwas zu retten, auseinanderbauen, um irgendwas zu retten. Dann muss man eben halt einen kompletten Neuaufbau machen. Das geht auch. Also man kriegt auch neue Gehäuse noch vom VW, ist alles kein Problem. Das ist so unser Wareneingangsbereich. Ne? Hier haben wir zum Beispiel jetzt Warenlieferungen bekommen. Hier unten stehen ein paar Gehäuse, die vom Spindeln und vom Planen zurückgekommen sind. Also du siehst auch, Anton, geh mal an die Seite. Das ist jetzt ein Gehäuse, was für größere Kolben und Zylinder aufgebohrt worden ist. Da wurden auch die Dichtflächen nachher geplant. Hier sind nur die Dichtflächen geplant. Die Kolben- und Zylinderaufnahmen sind gleich geblieben. Also das wird dann sicherlich ein 1600er und das wird halt jetzt was Größeres. Dann habe ich hier einen Lagerbereich, wo die Sachen hinkommen, die wir aufbereiten lassen. So zum Beispiel diese Kipphebelwellen, die werden alle aufgearbeitet. Da haben wir eine Firma für, da haben wir überhaupt gar nicht die Zeit für. Dann haben wir hier Pleuele liegen, die werden neu gewinkelt, gewichtet und neu gebuchst. Das geben wir auch außer Haus. Und Kurbelwellen schleifen. Na, wenn wir da 5 oder 10 Stück zusammen haben, dann schicken wir die weg. Die gehen übrigens nach Berlin in deine Stadt. Kannst du eigentlich gleich mitnehmen, aber es lohnt sich nicht. Wegen 3 Kurbelwellen fange ich auch nicht an zu schleifen. Ja, hier habe ich dann noch ein paar Autos stehen. Das sind jetzt alles meine Kundenfahrzeuge. Haben wir zum Glück gerade nicht da. Und du kriegst die Motoren normalerweise geschickt oder bringen die Leute die vorbei? Alles. Also ich habe Kunden gehabt, die kommen von Österreich, bringen den Motor einfach, um einen auch mal kennenzulernen, weil so ein Motorbau ist ja auch Vertrauenssache. Und wenn die ein gutes Gefühl haben, bis jetzt war das zum Glück immer so, dann haben die ihren Motor auch hier gelassen und der Rücktransport funktioniert dann per Spedition. Dann habe ich aber auch Kunden, die wollen soweit nicht fahren, da organisieren wir den ganzen Transport. Das heißt, Kunde lässt den Motor zum Beispiel ausbauen oder baut den selber aus, viele machen das ja auch selbst, stellen den auf eine Europalette und binden den mit dem Spanngurt fest und wir schicken dann eine Spedition zu der angegebenen Adresse, lassen den Motor abholen, machen den hier fertig und dann geht er auch auf Europalette über unsere Spedition wieder zurück. Wir haben auch Kunden, die sagen, Herr Linse oder Jürgen, ich möchte mein Auto hier abgeben, ich möchte nachher 100 PS haben und dann möchte ich das wieder abholen. Das machen wir auch. Das ist kein Problem. Wir haben hier hinten hinter noch Stellplätze, wo wir Autos einlagern können, trocken und in der Halle. Und dann machen wir auch den Ausbau, zerlegen den Motor, bauen den neu auf und bauen den Kunden fertig wieder ein. Dafür haben wir dann auch das Equipment hier. Hier haben wir zum Beispiel noch einen Abgastest. Das ist der gleiche, den du eben gesehen hast, den wir eben bei dir benutzt haben, am Prüfstand. Hier habe ich einen Lichtmaschinenprüfstand. Und wenn wir die selber revidieren, bevor wir die einbauen, prüfen wir die hier. Hier habe ich noch einen Verteilerprüfstand, da kann ich Verteiler prüfen. Na, wenn jemand zum Beispiel absoluten Auto-Originalzustand, einen Motor wieder im Originalzustand haben möchte, desto älter die Autos sind, desto mehr, häufiger ist das so. Zum Beispiel die Uvali oder die Brezel-Fahrer, die möchten gerne alles Original haben, wenig Tuning. Da muss man auch die originalen Teile wieder aufarbeiten, das heißt Original 6-Volt-Lichtmaschine. Verteiler und um das, bevor man das einbaut, prüfen zu können, haben wir da die entsprechenden Prüfstände für. Ja, und dann habe ich hier nochmal mein Prüfequipment für Motoren, die wir so wie bei deinem eben
die wir dann hier auf der Palette einstellen und laufen lassen. Motoren, die ich selber baue und die ich selber einbaue, die lasse ich auch gar nicht auf dem Prüfstand laufen. Die stecke ich gleich beim Kunden rein. Die laufen. Ich habe da, wenn man ordentlich arbeitet, gibt es da kein Problem mit. Dann haben wir hier eine Universalfräsmaschine, da kann man Köpfe mit planen oder auch Köpfe aufbohren, Gehäuse aufbohren, solche Geschichten. Dann das allerwichtigste Werkzeug, was wir hier haben, das ist unser Wursttoaster. Das kann ich bestätigen. Genau, ne? Das ist also, da stellt sich dann zwei Bratwürstchen rein und nach 5 Minuten kommen die Butzelbraun hier raus. Und hier habe ich noch eine ganz normale Drehmaschine, wo man mal ein Schwungrad abdrehen kann oder Stößelstangen einkürzt und solche Geschichten halt alles. Also so ganz normale Dreharbeiten. Ja, und dann eine Tür weiter, das ist dann der letzte Raum, dann hast du eigentlich, glaube ich, alles gesehen. Hier kommt alles rein, was dreckig und ölig ist und wird dann gereinigt. Wir haben hier ein geschlossenes Kreislaufsystem, wo mit Chemie und Hochdruck flüssig gereinigt wird, also kriegt man den ganzen Ölschmodder weg. Das ist praktisch wie ein Hochdruckreiniger, nur in einem geschlossenen System. Und hier habe ich noch eine Maschine, wo wir Glasperlen mitstrahlen, ne, um eben halt auch Teile wieder richtig blank zu kriegen. Also alles, was mit der Chemie nicht runtergeht, das strahlen wir dann ab, damit ab. Und aber die Blechteile zum Beispiel, wie die Bläsekästen, und so, das geben wir alles außer Haus, weil wir haben da eine Firma an der Hand, die strahlt das und lackiert das gleich. Das ist für uns optimal. Und wenn man große Teile strahlt und lackiert, dann braucht man auch eine ganz andere Technik und vor allen Dingen Umweltschutz, Absaugkabinen und. Von daher geben wir das alles raus. Und das war's. Der Motor ist jetzt fertig für den Einbau in den Käfer, den wir gerade für euch restaurieren. Natürlich gibt es auch zu diesem Käferaufbauprojekt eine Videoreihe hier auf YouTube, auf meinem Kanal und auf dem Kanal vom Sven von Altes Blech. Die Links dazu findet ihr aber alle in der Beschreibung. Und ja, so ein Käfermotor aufbauen ist doch gar nicht so ein Problem. Ja doch, ist doch ein bisschen schwieriger, als man sich das vorstellt. Aber zumindest habt ihr jetzt mal gesehen, wie so ein Käfermotor von innen aussieht. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie in den Kommentaren. Wenn ihr Anregungen habt, dann schreibt das in die Kommentare. Und der Jürgen hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, den verlinke ich euch auch nochmal in dem Text hier unter dem Film. Da gibt es auch noch ein paar sehr nützliche Videos zu Käfermotoren. Ansonsten, wie immer, schön, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Soll ich nochmal? So. Hand. Hand. Warte, ich mach von oben. Die kann man eigentlich nicht falsch montieren, es sei denn, man ist doof. Mach nochmal von vorne. Live. Und ich habe festgestellt, wenn man die Kamera anhat, kann man nicht mehr rechnen. Guck, das hat bei mir aber nichts mit der Kamera zu tun. Ich weiß gar nicht, ob das... Nur ganz kurz, bevor hier ein falscher Eindruck entsteht. Mit mir arbeiten ist wirklich super. Weiß ich nicht.